Hey Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Wars Battlefront 2015. Wie ihr seht, spielen wir jetzt nach langer Zeit endlich mal wieder eine Runde Kampfläuferangriff. Und das Ganze hier auf Hoth, auf der Seite des Imperiums. Die Runde hat leider schon ein bisschen angefangen. Aber ist ja kein Problem. Wir können uns ja noch easy an den ersten Platz kämpfen. Und wie es aussieht, hat doch noch keiner den Held. Das ist natürlich auch gut. Und wie ihr seht, ich habe hier mein normales Standard-Loadout mit dabei. Armbrust E3, mit dem wir direkt erstmal einen Kill uns geholt haben. Aber die Typen hätte ich auch easy jetzt gerade hier im E3 fertig machen können. Aber... ah shit, aber die konnten meinem Orbital Strike ausweichen. Was willst du, Junge? Ich mach dich easy fertig, Mann. Den auch. Shit, wir haben es fast... boah, der hat eine Iongranate auf mich geballert. Auf mich geworfen. Wer macht denn sowas? Das kriegt ihr erstmal zurück, Mann. Der ist schon tot. Da hinten ist einer. Der ist auch schon tot. Kurz hier ein bisschen mehr vom Rauchdeckung bekommen. Oh, intelligente Rakete, aber damit ist jetzt ein Kill drin. Oh, wenn das Schild weg ist. Wenn das Schild weg ist. Da war ich zu ungeduldig. Ich hätte da zumindest der Multikill wäre nicht mit drin gewesen, aber ich hätte... geh doch da hoch, Mann. Aber ich hätte den einen Kill mit der Rakete holen können. Zack, Junge, verstecken lohnt sich bei mir nicht. Aber die warten alle nur hier darauf, getötet zu werden von meinem EE3 auf Berserker Stufe 2. Man muss auch sagen, dass Dämmerung auf Hoth schon eine sehr ungleiche Map ist. Er hat eigentlich fast immer gewinnt hier das Imperium. Ja, die Gegner hier komplett zurückdrängen können. Das ist halt eben nicht so optimal gelöst, muss man sagen. Vor allem auch mit den ganzen ATSTs und so, aber... das ist ja, ja eher Nebensache jetzt gerade. Mann, die Schüsse aktivieren direkt das Schild. Der auch. What? Der ist verschwunden. Schuss. Einfach mal hier den werfen. Ich hoffe, damit treffe ich jetzt einen. Oh, den habe ich mit dem Kopfschuss one-shotted gefühlt. Tot, nice. Und weiter geht's. Okay, schade, jetzt ist auch einer Held geworden. Ja, Greedo, aber ist schon, eben schon vor einer ganzen Weile. Komm schon, Alter, da sind so viele. Nein. Ein paar konnten wir wenigstens killen. Greedo metzelt sich ja auch gut durch. Ich baue mal einfach das Schild hier hin. Nächster Kill. Wir haben es schön nach vorne gearbeitet. Mann, ey, lass mich mal mit der blöden Blasterkanone in Ruhe. Mit der kann ich nichts anfangen. Okay, ihr seht da oben, also ich weiß, habe gerade leider nicht darauf geachtet, wie viele Y-Wings die hatten. Aber ihr seht ja, dass die nicht so viel von unseren Läufern abziehen konnten. Überraschung! Nein, da kam noch einer von hinten. Shit. Da hatte ich gerade so einen guten Run und sterbe jetzt nur noch. Bin ich hier aber irgendwie ein bisschen... na ja, gut, Lando hat sich zurückgezogen. Aktivieren und erstmal raus da. Lauf einfach Greedo mal ein bisschen hinterher. So. Ist hier gerade jemand unter mir? Nee. Nice, ein Kill mit der Rakete. Zwei Kills mit dem E3. ATST-Unterstützung, ich habe gesagt, Leute, es ist so unfair hier auf der Map für die Rebellen. Gut, dass ich auf der Seite des Imperiums kämpfe. Okay, wir müssen uns aber hier für den ersten Platz, der hat ja schon, der spielt natürlich Greedo, da kann ich ja natürlich nicht mithalten. Aber zweiter Platz ist vielleicht noch mit drin. Ha, da versucht er eine Ausnahme zu laufen. Zuerst kümmere ich mich über den Typen im Geschütz. Und dann um den
Typen, der einfach so tot umgefallen ist. Sind wir auch wieder Stufe 2 und ich fliege jetzt mit dem Jetpack mal oben lang. Mal schauen, was wir hier dann da so machen können. Da will er auf mich snipen, oder was? Da ist auch so fertig gemacht, ohne... Oh. Das war blöd. Das war saublöd. Ja, das war dumm. Das war nicht so geplant. Jetzt müssen wir wieder schön lange laufen. So, jetzt habe ich es auch endlich mal wieder an die Front geschafft. Ich hoffe, dass ich hier jetzt ein bisschen was guten Play hier jetzt abziehen kann. So solltet ihr das vielleicht nicht machen. Und jetzt kommen die ganzen da. Ne, das ist mal wieder mein Pech hier. Oh, was ist das? Gut, war nur der Dioxus. Trotzdem. Ja, weg mit dem. Alter, Greedo geht so ab mit seinem One-Shot-Gedöns. Er hat sein Trade-Level aber ordentlich gerade hocharbeiten können. Komm, zeig dich doch nochmal. Boah, das gibt's nicht. Wie lange überlebt er denn? Ich bin kurz... Ja, geht doch. Ich war kurz davor, hier mal einen Thermal-Imploder auf den zu werfen. Ne, ein bisschen Schaden gemacht. Boah, das ist schon... ewig lange. Nicht nur zeitlich, sondern auch vom Schaden her. Wer war denn da? Ich habe gar keinen gesehen. Ja, schon wieder Thermal-Imploder eben gut verschwendet, ne? Hätte ich besser hierfür verwendet. Sieht einfach kaum was, aber schön wieder von den krassen One-Shot-Fähigkeiten gekillt. Boah, jetzt bin ich sogar abgestiegen hier, das gibt's nicht. Aber der eine Typ hier, 9200 Punkte. Aber der hat heftig gespielt mit Greedo, muss man dazu sagen. Hallo? Tschüss. Tschüss, habe ich gesagt. Jetzt schnell zurück, schnell zurück. Schnell zurück. Der hat Glück gehabt. Ach, ich kann hier auch lang? Nee, kann ich nicht. Okay, aber ich kann hier den Korridor bewachen. Nice, wir sind jetzt auch wieder bei Sacker Stufe 2. So langsam kann jetzt auch mal die nächste Phase anfangen, bitte. Da kommt einer, da habe ich den Schatten gesehen. So. Oh. Mittlerweile habe ich gar kein Augenmerk darauf, dass ich außerhalb der Zone bin. Ich nehme das noch gar nicht mehr richtig wahr. Es ist zwar alles irgendwie schwarz-weiß und rot und so, aber ja, los geht's. Los geht's, Leute. Ich habe sogar schön hier... Was machst du denn? Schön hier abklingen, Wiederholung, Dings der Bums. Ah, konnte ich aber nicht gut ausnutzen. Ah, da ist einer. Hallo? Und da ist die Phase auch schon wieder vorbei. Ey, das ist heftig auf der Map hier. Vor allem jetzt hier die letzte Phase ist dann einfach auch nochmal fast nur Spawn-Kill und sowas von Scheiße für die Rebellen. Da spreche ich aus Erfahrung. Krass, die haben sogar beide am Laufen. Das sieht man auch selten. Aber nicht für lange, wenn wir hier einmal durchgepusht sind. Oh, der Geschütz, der macht auch gute Arbeit. Was der da macht, weiß ich nicht. Ah, der hat irgendwas anvisiert. Du bist... Nein. Ah, das gibt's nicht, Mann. Da kriegt man einmal die Chance, Held zu werden. Sieht das blöde Pickup. Rennt hin. Bekommt es. Und hat aber dann kein Schild und wird von so einem dämlichen Geschütz fertig gemacht. Was ist das für eine Scheiße? Klar, und der steht da 3 Millionen weiter weg und spielt hier Call of Duty oder was? Wer campt denn so weit hinten im Battlefront? Hahaha, der hat seine Rakete einfach nur abgefeuert. Der Typ lebt immer noch.
Wo ist der Ionenschuss, wenn man ihn mal braucht? Komm schon, gib mir eine intelligente Rakete oder sowas. Viper-Suchtuiden brauche ich nicht. Baller den hier mal so hin. Ja komm, wo einer schießt. Komm doch gucken. Oh, Alter. Der ist sogar mit Schild rausgegangen und geflohen. Wer macht denn sowas? Gleich kommt er sowieso zurück und killt mich. Nee, das war der nicht. Das wäre heftig gewesen, wenn der das gewesen wäre. Aber der hatte, glaube ich, einen anderen Skin gehabt. Oh, wir nähern uns aber dem zweiten Platz. Ich glaube zwar nicht, dass das noch was wird, aber... kann es auf jeden Fall noch versuchen. Da ist die Rakete. Mal gucken. Der wird nicht zurückgegangen sein in das Geschütz. Da ist denn zu wenig Leben wahrscheinlich drin. Der ist da drin, Junge. Nimm das, Alter. Ja, Mann, wir haben den gekillt. Geht doch. Das ist der hier, der One-Shot-Typ mit seinem Sekundärfeuer. Ich flank hier ein bisschen. Ah, natürlich Chewbacca. Klar. Alter, was... ich sag auch eben noch, zweimal habe ich gesagt, dass die letzte Phase richtig schwierig ist und es da Spawn-Kills und alles geben wird. Und dann seht euch da mal oben an, wie viele Y-Wings die haben. Vor allem haben die ja jetzt... oh, ey. Haben die ja jetzt für die letzte Phase dann noch... schaut euch das an, wie viel Schild der hat. Für die letzte... Mann. Für die letzte Phase haben die ja dann noch ganz viele Snowspeeder und reichlich Zeit, auch so die AT-ATs zu zerstören. Da muss ich auf jeden Fall noch aufpassen, dass die... also auf die Snowspeeder meine ich, dass die da nicht irgendwie noch Leute killen oder so. Alter, also gefühlt ist das Schild definitiv die Lieblingsfähigkeit Sternkarte von allen. Ey, warum gehen all die Schilde weg? Ach, Schild, Alter, ich bin... die Pickups meine ich natürlich. Da, die haben... das hat er gesagt, wo. Das lässt mal schön bleiben, Junge. Da versucht er direkt den nächsten, Junge. Hörst du wohl auf? Und für diejenigen, die es nicht wissen, wenn man die beschießt, haben sie es schwieriger, ihre Aufgabe da zu erledigen. Deswegen, man muss sie nicht unbedingt auch killen. Ach, aber wenn man es kann, wie ich, kann man das natürlich auch mal mitnehmen, den Kill. Sondern es reicht eigentlich nur, die zu beschießen und dann denen es schwieriger zu machen. Und dann wird das Kabel automatisch ausgebrochen. Abgebrochen. Schon wieder einer. Alter, man muss... da hätte ich jetzt besser hier so ein Ionentorpedo, Ionengeschützteil gut gebrauchen können. Als Sternkarte oder als Pickup, weil dann hätte ich das hier aufstellen können, hätte das schön da drauf schießen können. Jawohl, irgendjemand hat auf jeden Fall den Ionentorpedo ausgerüstet. Aber der eine Typ hier, der gibt nicht auf. Aber jetzt haben die nur noch die Hälfte. Das muss aber nichts heißen. Ich habe schon die Erfahrung gemacht, auch schon mit euch in der Let's Play Folge hier, dass die das Game heftig noch umreißen können. Und auch mit wenigen Y-Wings das noch gewinnen können. Und auch so, durch den Beschuss haben die ja beide auf weniger als halbes Leben runterbringen können. Kurz schauen, ist keiner mehr da von den Snowspeedern. Schaffen die auch wahrscheinlich sowieso nicht mehr von der Zeit. Dann wäre es nice, wenn wir jetzt noch irgendwie einen nice Kill bekommen könnten. Hier darf man gar nicht lang, scheiße. Ist mir egal. Da ist keiner. Kill, bitte, ich brauche doch noch einen Kill. Aber nicht ich. Und da haben wir zwar keinen Kill geholt, aber dafür den Sieg. Wir haben uns auf dem dritten Platz wacker gehalten. War auf jeden Fall auch wieder eine spannende Folge. Definitiv waren auch, glaube ich, ein paar gute Plays von mir mit dabei. Ich hoffe, die Folge hat euch deswegen mal wieder gefallen. Lasst gerne ein Like da und checkt auch gerne mal die Videobeschreibung aus für Twitter und Instagram. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.